Ja, hallöche meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen VGM Challenge. Diesmal bin mal wieder ich mit Raten dran und ich hoffe, die Lautstärke ist einigermaßen in Ordnung. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, was mit dem Mikrofon ist, dass der so leise geworden ist. Das ist irgendwie sehr strange. Das ist aber irgendwie, da kann ich nicht viel dran machen momentan. Ich muss mir irgendwann halt echt mal ein Mikrofonarm und Kram besorgen, dass es direkt vor meiner Fresse liegt. Aber momentan kein Geld dafür. Dementsprechend würde ich mal sagen, fangen wir mal an und schauen. Jetzt habe ich natürlich vergessen, den Keller reinzuschieben, die Datei. Ich bin intelligent mal wieder. Ja, diesmal ist übrigens die Challenge von Neko mal wieder. Und ich würde mal sagen, es geht los. Ich glaube, ich muss das ein Stückchen leiser machen, weil sonst hört man mich nicht mehr, oder? Ungefähr so. Ich habe jetzt so keine Ahnung, was das sein soll. Es klingt nach einer Visual Novel. Ich sage einfach mal Visual Novel. Ich habe bloß keine Ahnung, welche, weil so viele habe ich bisher noch nicht gespielt. Ich bin halt immer noch an Higurashi dran, okay? Es ist halt ewig groß. Das ganze Universum von Higurashi. Es sind sieben Hauptkapitel plus etliche Nebenkapitel, die man machen könnte, noch theoretisch. Also, ja, keine Ahnung. Das wäre ein bisschen leise gefühlt. Irgendein Bossfight, ich habe jetzt keine Ahnung, was für einer. Bossfight aus dem Action-JRPG, eventuell. Ich habe bloß keine Ahnung, was für ein Boss ist. Und dementsprechend rate ich da auch nicht drum rum, wegen Dizzy. Ich finde es immer noch, dass der so viele Punkte durchs Drumherum geholt hat. Das ist so lächerlich einfach nur. Weil der halt einfach weiß, dass du das Spiel einfach nur die Genres abklapperst. Das ist halt. Ja, eigentlich recht richtige Cheaten im Grunde, ne? Wenn sie dir da einfach nur Punkte holst, aber naja. Das mache ich ja aber nicht. Oh, keine Ahnung. Epischer Bosskampf gegen den letzten Boss. Könnte ein Action. So, wie heißen die Genre von Devil May Cry? Diese sinnlosen Action-Schnitzler. Oder nur. Keine Ahnung. Liegen mir nicht die Spiele. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Hier geht es einfach ein Kampf gegen feindliche Boss bei so einem Action. Schnetzler, keine Ahnung, wie die heißen. Ist kein richtiges Genre, ich weiß, aber. Ist egal jetzt. Das ist Grandia. Das ist Grandia, das ist Farewell from Zeus, glaube ich. Und ich habe uns keine Ahnung, ich glaube, das. Ja, also, es hat eigentlich der Titel, er spielt, wenn man Abschied von Zeus nimmt. Entschuldigung für die Übersteuerung. Ja, ich habe es nie gespielt, ich kenne es halt nur vom Ost. Und tatsächlich, das Lied kenne ich auch vom. Irgendwoher vom RPG Maker, glaube ich. Weil es da mal verwendet wurde, in irgendeinem Spiel, aber. Und weil es halt. Es klingt nach einem von diesen klassischen, einem von so einem Klassikstück gefühlt irgendwie. Ich weiß noch nicht welches. Ja, Grandia 1, Farewell from Zeus. Und irgendwann im Spiel verabschiedet man sich von ihm. Ich weiß bloß nicht wann und warum. Und da spielt es dann. Und ja, das ist halt so, man kann es nämlich auch gemerkt, das liegt gefühlt irgendwo rum. Er ist übrigens ein JRPG. So. Ja, okay, das ist Mortal Kombat. Ja, Mortal Kombat, die Main Theme.
Spiele das auf dem Titelbildschirm? Ich habe keine Ahnung, ich habe Mortal Kombat nie gespielt. Ich war drei, ein Spiel auf dem Titelbildschirm. Und es ist ein 2D-Fighting-Game. 2D-Beaten-Up. Nee, Beaten-Up nicht. Fighting-Game, Fighter, 2D-Fighter. Ich habe keine Ahnung, wie man es nennt, der Genre. Beat-Up ist ja was anderes. Es ist ja, wenn du nur gegen Gegner kämpfst und von links nach rechts läufst und so. Das ist ja ein Beat-Up. Ja, wie gesagt. Oh Gott, das kenne ich wieder null. Hab ich jetzt zwei Sachen mal erraten? Ja, man magnetisch schon so Sachen reingepackt, die man kennen könnte. Das Sachen null. Das weiß ich nicht, sorry. Ja, die Jungs, was das hier für ein Hintergrund ist, das ist Legend of Legaia. Das ist die Weltkarte von Legend of Legaia. Ich habe aber sogar Ahnung, was das sein soll. Reicht zu unten. Wenn das jetzt irgendein Mehrfahrer ist oder so, dann hau ich dich. Weil ich das in Peter zugeguckt habe. Ey, wenn du irgendwann bei diesem Mal packt, da Mehrfahrer rein, ne? dann kann ich das nicht erraten, weil ich den Soundtrack nicht weiß. Weil ich den ein bisschen noch nicht gehört habe. Ich habe ihn mir runtergeladen, aber ein bisschen noch nicht gehört. Jetzt habe ich auch schon auf meinen MP3-Player gezogen, aber ich laufe halt momentan selten draußen rum, deswegen höre ich relativ wenig meine eigene Musik, sondern in letzter Zeit auch sehr viel Spotify und so ein Scheiß. Boah, das wird ja richtig episch. Ich habe bloß keine Ahnung, was das immer noch sein soll. Na, keine Ahnung. Wenn ich nicht besser wüsste, das klingt irgendwie voll nach einem Fighting-Kampf-Thema aus Mother oder so. Irgendwie so ein Mother-Fan-Game. Irgendwie. Das ist halt so einen richtigen 80er-Vibe hat. Ich habe bloß keine Ahnung. Das ist aber nicht. Nee, das ist nicht Omori, oder? Das ist nämlich nicht Omori. Das hat er nämlich dadurch nicht gespielt. Bisher. Ich bin mir nicht sicher, ob er schon. Aber ich glaube, das ist nicht seine Art Spiel. So spielt er nicht. Dementsprechend. Ja. Undertale war, glaube ich, das einzige, was in der Richtung, was er gespielt hat, von so einer Art Spiel, sage ich jetzt mal. So ein eher specialiges JRPG, aber nicht gut. Ja, keine Ahnung. Walkthrough-Dinger, wenn du die nicht kennst, sind halt immer schwierig zu erraten, wenn du keine Ahnung hast, was der kommt. Ein bisschen laut gerade. Unterschiedlich laut ist, das mache ich auch immer. Das ist immer das Problem, wenn du unterschiedlich laut der MP3s hast. Von dem Zeug. Ich habe absolut keine Ahnung, woher das herkommen soll. Sorry. Wissen, da habe ich zwei Sachen erraten. Mal gucken, wie viele anderen erraten werden dann am Ende. Schauen wir mal. Sagt mir nichts. Boah, letztes. Ich hätte es im ersten Moment Parasite Eve gesagt. Scheiße. Aber nee, das war es, glaube ich, nicht. Dafür ist die Stimme zu klar, weil das dann im ersten Moment irgendwie die Battlefield gegen Eve da ganz am Anfang in Parasite Eve, wo ich das Imperial Guard verfolge und er hat es bisher nicht weitergemacht. Mach mal weiter. Parasite Eve. Das werde ich mir angucken. Also ich meine, ich habe ja schon die ersten zwei oder drei Folgen geschaut, die ersten zwei.
fand es bisher ganz okay, ehrlich gesagt. Man merkt halt, dass es einfach eins zu eins die Engine von Final Fantasy 8 ist. Erstes Lied. Boah. Ich nicht wüsste, dass er das nicht gespielt hat. Das klingt irgendwie eine Mischung aus Legend of Legaia, Jake Kuhn und ein Kangao-Spiel. Also Finding Paradise to the Moon, Quintessence, The Mirror Light und so weiter. Ist es aber, glaube ich, nicht. Ich reiß einfach Quintessence, die komplette Linie, ich habe bloß keine Ahnung. Ich glaube, das wird es nicht sein, weil er es nicht gespielt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es nicht gespielt hat. Also dementsprechend habe ich gerade irgendeinen Telegram angeschrieben, das gucke ich gleich nach. So, das war's dann mit der VGM Challenge. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei der nächsten. Auf Wiedersehen, Leute, auf Wiedersehen.